Lebensblüten. Erinnern. Lächeln. Verschenken. Die Wiese, die meine Welt bedeutet, wie ich jung war, also so Volksschule und dann Gymnasium, bei den Pfadfinder. Und Pfadfinder hat sehr viel mit Natur zu tun. Es hat immer so Wochenendlager, Sommerlager und so weiter gegeben. Und die Pfadfinder in Wels haben das Solahe, das sogenannte Sonnenlandheim, das haben sie gepachtet. Und da gibt es, das ist in der Au, also zwischen Wels und Lambach. Und ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal auf diesen Lagerplatz, auf diese Wiese getreten bin. Da muss man sich vorstellen, dass oben eine Holzhütte, das ist eben das Solahe. Und man geht dann über Holztreppe hinunter und hat dann das riesige, lichtdurchflutete Wiese, wenn man aus dem Wald heraustritt. Und das war für mich damals, wie ich noch ganz jung war, wie das erste Mal war, wahnsinnig beeindruckend, wenn man zuerst diese schattige, dunkle Wald hat und dann tritt man hinaus und es ist eben Sonne und Wiese. Und ich habe dort eigentlich relativ viel Zeit meiner Jugend verbracht, weil wir sehr oft dort auf Wochenendlager gefahren sind und dort mit den Freunden, die ich auch jetzt noch habe. Und einer von diesen Freunden ist auch mein Trauzeuge dann geworden, dann habe ich über die Pfadfinder kennengelernt. Und dementsprechend war für mich dieses Umfeld dort einerseits Aktivität, andererseits wahnsinnig schöne Jugenderinnerungen und Kindheitserinnerungen und darüber hinaus einfach auch wunderschön. Stärken, die ich dort entdeckt habe und auf die ich noch immer zurückgreifen kann. Auf jeden Fall Freiheit, aber auch so Entdeckergeist. Weil damals bei den Pfadfinder, da haben wir einfach Dinge ausprobiert und dann haben wir halt unser Holz irgendwo geholt und haben was geschnitzt oder haben was gebaut, haben gemeinsame Aktivitäten gesetzt und war für mich ein total wichtiger Sozialisierungseffekt. Und ich bin jetzt nicht mehr bei den Pfadfinder, aber Teile der Pfadfinder sind natürlich immer in mir. Und das merkt man, wenn man andere Leute redet, die eine ähnliche Biografie haben wie ich. Wenn man einmal Pfadfinder war, ist man es trotzdem wie immer. Und man kann von denen, von dieser Einstellung, von diesen positiven Einstellungen eigentlich ein Leben lang zehren. Lebensblüten. Erinnern. Lächeln. Verschenken.